Es ist schön, dass Zivilisten keinen Pager haben. Oh oh. Ja, dann müssen wir vielleicht auch nicht den Typen umlegen. Dann sparen wir uns einen Kill. Das waren zwei, oder? Boah, wie er ihn vom Stuhl geschossen hat. Den Terrorraumschlüssel habe ich auch gekauft. Da muss jeder von uns aber schnell den Gas ausschalten. Ab. Okay, wollen wir die Leute so lassen? Oder wollen wir sie in einen sicheren Ort, zu einem sicheren Ort bringen? Ich ja, das habe eher die Angst, dass wenn wir sie jetzt aufheben... Ja genau, deswegen... Ich probiere es aber mal. Ja, sonst sind die ja tot aus. Alles klar. Axel, wie immer der Eiskalte. Der Eiskalte Killer. Ja, vor Axel hätte ich auch Angst. Ja, danke. Okay. Er hat so ein komisches Gesicht. Aua. Normal, Sören. Und da er Motorrad fährt, ist er sowieso gemeingefährlich. Achso, ja, ich bin Hells Angels. Ja. Oh, pass auf, Zivi rechts. But me being compared to him, I took offense to that. Dem Axel stört's einfach nicht. Er geht auf die Straße, gibt dir einen Headshot. Schäfer, du gehst einfach so spazieren. Die Straße ist so schön leer. Da kommt so ein Typ mit Maske und einer Geldtasche hinten auf dem Rücken und gibt dir einen Headshot. Ich hab ja keine Ding mehr. Klingt nach Sonntag Nachmittag. Keine Kabelbinder. Ja, aber, oh mein Gott. Statt sie einfach ziehen zu lassen, kurz zu warten. Nee, zack, Headshot. Weißt du, es wäre fast ein Auftrag gewesen ohne Blutvergießen, ne? Hä, aber warte mal, Axel? Was mit den vier Polizisten tot im Kameraraum? Das sind keine Menschen. Das sind Polizisten. Kameras waren ganz schön teuer, fällt mir gerade auf. Nee, ich hab ja genug Geld. Warum raubst du die dann überhaupt noch aus? Aus Spaß. Für den Adrenalinkick. Es ist einfach die Wahrheit. Du kannst dem Jungen nicht die Wahrheit verbieten. Doch. Doch. Ja, sie konnte es doch auch. Oh, okay. Fuck. Wird nicht besser. Da kommt einer. Zu euch. Wie bei uns. Ja, der kommt hinten lang. Der ist schon da? Ah, Tatsache. Achso. Ja, dann können wir den... Ja, wegräumen. Alles klar. Also, wir können ihn nicht erschießen. Kommt aber gleich her, dann können wir weg. Oh, perfekt. Ja, kommt doch nicht. Arschloch. Kann der andere sich wegbewegen? Können wir die nicht beide einfach wegmachen? Okay. Ey, das hat sogar geklappt. Ich dachte, das wäre jetzt so ein hoffnungsloser Fall gewesen. Natürlich klappt das. Cool wär's, wenn es ein DEC geben würde mit einer Atombombe. Ich hoffe, die wir stehlen. Nee, alles ist gut, aber wenn der Guard hier schon vorher drin war, dann wird er wohl wiederkommen. Das, daran dachte ich gerade. Räumen wir die gleich weg. Was? Hier. In Axelsprache. Wir räumen sie gleich weg. Okay, exekutiert sie genau vom Pack ein. Überleg, weil du bist halt wirklich irgendeine Geisel bei so einem Bankdrama und der eine fesselt dich und sagt, solange ihr nichts tut, passiert euch nichts, aber kommt einfach so ein Kollege reingelaufen und schießt einfach alle um dich herum tot. Ja. Typischer Axel. Ich bin nicht gerade vor. Okay, jetzt sollten wir das schnell durchziehen. Ja, geht's jetzt weg. Okay, der Guard geht weg, oder? Ne, er geht hin. Immer wieder witzig, ey. Mach mal auf. Er kommt zurück. Das kann nicht sein. Doch. Der ist ein Witz. Okay, the code will open these gates. The ah ja. Is on the other side. Danke. Alright. Wann geht's weiter? Ah.
Alles klar, Axel tötet einfach willkürlich irgendwelche Wachen. Das war scheinbar keine Wache, ne? Sie liegen, aber sie könnten ja auch Polizei rufen. Okay. Ich konnte die fesseln, weil ich den Pager mache. Ich glaube, ich muss da oben gehen, oder? Er hat alle getötet. Das ist ein typischer Axel. Alle, hier leben noch welche. Wie viele Wachen haben wir jetzt? Drei. Ich hab eine. Ich glaube, ich habe auch keine. Als ob du keine Wachen hast. Nee, ich habe keine getötet bisher. Ganz ehrlich, ich glaube, du bist der erste Payday, der mehr Zivilisten als Wachen tötet. Ja. Auf. So, jetzt haben wir zwei. Es sind einfach keine Menschen mehr. Er hat einfach alles getötet, was hier rumläuft. Ach so, drei Fragezeichen. Gestanden, okay. Als ob ja, ich jetzt ein Zivilist sieht, Alter. Hä? Ich hab doch das andere Geld aufgehoben. Axel. Zwei Ausrufezeichen. Drei. Du siehst nur ganz kurz das Telefon auf den Schiss und dann wieder. Okay, wir gehen da rein und du tötest die. Nein, du tötest sie. Nein, du tötest sie. Nein, du tötest sie. Nein, du tötest sie. Axel, komm mal her. Okay, da hinten laufen welche. Okay, da ist Axel schon. Ein paar Sekunden später. Don't kill. Don't kill, hat er gesagt. Ja. So was würde ich nie machen. Das war eine Herausforderung, ne? Ja, scheiße. Alter, voll der doofe Job, lass mal einen anderen spielen. Der ist zwar neu, aber der gefällt mir irgendwie nicht. Ah, der benutzt eine Säge, um die Leute hier zu intimidaten. Luca, du kannst ja noch. Da steht hier einfach so eine Müllhalter im Hinterhof. Das sind Menschensören. Und du nennst sie Müll. Ja, ja, sagt der immer Zivilisten draußen erschießt. Ja, aber ich sag nicht, dass sie Müll sind. Das stimmt, das ist eigentlich wirklich fies von den Servern. Als ob. Nur weil er sie erschießt, behandelt er sie nicht gleich minderwertig. Moment. Hasse dich.